In Thailand gibt es ein geflügeltes Wort. Suksan heißt es und Suksan bedeutet so viel wie glücklich sein. Und eine passendere Bezeichnung konnte das gleichnamige Thai-Restaurant in Charlottenburg wohl kaum für sich finden. Ja, ein Besuch im Suksan macht glücklich und das auf vielerlei Art. Hier wird mit Leidenschaft gekocht, denn der Chef, zwar ein Deutscher, liebt nichts so sehr wie die original thailändische Küche. Ja, die Idee war, wie Sie gesagt haben, die Leidenschaft für Thailand, da ich 20 Jahre schon mit meiner Frau zusammen bin und die thailändische Lebenskultur, die Lebensfreude und vor allem ihre Freude zum Essen kenne. Das war der Grund für uns, das Suksan hier in der City West mit der Frische und den Aromen und der Geselligkeit Thailands zu etablieren. Und so fühlt man sich im Suksan tatsächlich wie auf einer Reise durchs schöne Thailand. Stilvoll und landestypisch werden die duftenden Speisen angerichtet, durchweg original thailändisch zubereitet, aber klar, wem bei dem ein oder anderen Gericht angesichts der Schärfe die Röte ins Gesicht steigt, der kann sich alles auch etwas, wie man so schön sagt, europäisieren lassen. Das Ambiente des Suksan ist ebenfalls landestypisch gehalten. Hier wurden viel Bambus und andere Naturstoffe verbaut, sodass man sich als Thailand-Fan sofort heimisch fühlt. Ja, hier im Suksan bin ich der einzige Ausländer. Ansonsten ist alles original thailändisch. Unsere Mitarbeiter im Service, in der Küche, unsere Waren, unsere Gewürze, unsere frischen Kräuter. Und nicht zu vergessen, unsere Kochkunst aus dem Isan, das ist der Nordosten von Thailand. Neben all den Köstlichkeiten gibt es aber auch noch ganz besondere Highlights aus der Suksan-Küche. Spezielle Gerichte, die der Chef besonders empfehlen kann. Ja, also ich würde auf jeden Fall die Tom Kha Gai empfehlen. Eine Kokosnusssuppe mit frischen Koriander, Tomate, Champignons. Ja, und als Highlight die besoffene Ente. Phet Khi Mao, wo sie die gesamten Aromen, die Würze von Thailand drin haben. Als Dessert würde ich immer gerne eine gebackene Banane nehmen. Aber Sie können aus unserer reichhaltlichen Karte, wo wir bestimmt 40, 50 Gerichte nach verschiedenen Fleisch- und Fischsorten sowie Meeresfrüchten aufgeteilt haben, auswählen. Wer also mal die ganze Vielfalt der thailändischen Küche im Original und mit all seinen Sinnen erleben möchte, kann entweder nach Thailand fahren oder einfach im schönen, gemütlichen Suksan in Charlottenburg dinieren. Übrigens, das Suksan ist auch ein hervorragender Ort, um die Weihnachtstage mal so ganz anders als gewohnt zu zelebrieren. Wer in diesen Tagen dem europäischen Feiertagsmodus entfliehen und das Fest mehr asiatisch genießen möchte, der sollte rechtzeitig vorsorgen. Rufen Sie unter den eingeblendeten Telefonnummern an und reservieren Sie sich rechtzeitig Ihren Platz am thailändischen Festtisch. Geöffnet immer montags bis donnerstags 12 bis 23 Uhr, freitags 12 bis 24 Uhr, samstags 16 bis 24 Uhr und sonntags 17 bis 23 Uhr.